Wir gehen heute heiß den heißen. Das siehst du mal, 59 ist doch super. Da haben wir uns drei plus ein Random. Eben, was machen wir? Pro Job Firestarter auf Hard. Genau, auf hart. Na dann. Ab dafür. Gib ihm die Shotgun. Ah ne, warte mal, das war was anderes. Das heißt, wir müssen was am Anfang wieder machen? Ich vergesse das bei dem Job immer. Erstmal die Waffen klauen. Ach ja, das Einfachste. Brauchen wir aber kein, nicht zweimal zu spielen, oder? Nee, nee, einer reicht. Ja, reicht. Dann nehme ich Sample ganz mit. Oh ja, super. Das ist gut. Dann Achso, haben wir weil. zwei Sentry Guns. Ja, das ist auch nicht schlimm. Ja, aber kein Medikit. Gerade jetzt am Anfang, wobei es ist ja kein Overkill, es ist nur Hard. Ja, kriegen wir schon hin. Das müsste eigentlich relativ simpel sein. Wir haben es immer auf Overkill bis jetzt gemacht. Na, Bücken muss gelernt sein. So, schauen wir mal, welcher offen ist. Welcher Hangar? Ich würde raten, der rechte. Nee, der linke. Ups. Ah, danke, ich wollte gerade schießen. Links ist zu. Naja, rechts sind die ganzen Waffen. Ah, ja, stimmt, daran kann man sich auch orientieren. Da war ja was. Stehen mehr Autos vor dem linken, deswegen dachte ich, der linke wäre. Es sind noch ein paar Wachen im Hangar. Laufen jetzt am Wagen vorbei. Oben liegen ein paar Oben ist noch Bags. einer. Ja. Lassen wir Okay, erstmal. erstes Päckchen. Ja, sprengt schon mal die LKWs auf. Sprengt schon mal auf, oder? Ja, Nein, mach. was macht der da? Weiß nicht, hinter dir kommen die Cops im Übrigen schon, Psycho. Cops hinter dir, Psycho. Ja, ich sehe es. Ja, ich glaube, er ist, wenn dann. So, let's go, let's go! Ah, toll, jetzt schmeißt der Horst die ganzen Taschen dahin. Ja, lassen wir halt. Das ist halt die Sache mit einem Random. Müssen wir so Not halt wieder zurückklauen. Die Sentries könnten es ja eventuell ein bisschen halten. Das noch Park ist. Ja, trotzdem. Ich weiß nicht, wie weit er die geskillt hat und die haben ja auch nicht unendlich Munition. Das ist richtig. Siehst du, da ist die erste schon außer Betrieb. Müssen wir uns halt ein bisschen beeilen. Man müsste random mit random eigentlich übersetzen. Er macht weiter. Ihn interessiert das gar nicht. Ja, kriegt man halt. Kann ja immer wieder einsteigen. Ja, nee. Solange er da unten bleibt und die Dinger verteidigt, ist mir das egal. True that. Let's go. Bin gleich da, bin gleich da. Ja, das ist ein Ding, das ist ein. Ja, ich seh's. Letzte auf die zweite Waffe. Hab ihn. Na, ja, leg mal ein paar Minen, wenn du noch hast. Muss ich jetzt erstmal hier aufkratzen? Ja, ich hasse das, wenn das mit der Taste nicht klappt. So, jetzt. Schießt du? Ja, alles klar. Hab dich gleich. Gotcha. Ich leg mal gerade ein paar Minen, ja. Eine hier. Und einer noch da. Ein dämlicher Vogel, ey. Ja, der kennt das wahrscheinlich nicht. Der kennt das wahrscheinlich nicht anders. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja, hat sich wenigstens in der Ecke gesichert, das ist doch ganz okay. Ja, trotzdem. Holt mich mal raus hier. Schild ist down, muss gerade ein bisschen regeneraten. Ach klar. Okay, ah, gute Idee. In der Ecke ist okay. Ja, er holt die halt durch die Wand wieder raus, ne? Ah, das ist schlau. Aua, 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 aua. Gut, die merken wir uns mal die Idee. Also doch nicht dummer random. Da
Das ist nicht, tatsächlich nicht doof. Nee, das ist tatsächlich sogar echt clever. Kann man gleich ein bisschen Kudos geben. So, ich packe hier nochmal kurz eine Mine dran. Und weiter geht's. Schmeiß die am besten mal da unten hier direkt wieder in die Ecke, damit wir sie besser verteidigen können. Außerdem können wir uns dann vielleicht von oben raufholen. Das könnte funktionieren. Ich habe jetzt noch eine hinter dir, die bringe ich noch hoch. So viel mehr haben wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Nach der müssen es noch zwei sein, also nach den zwei hier. Also hier liegen vier Taschen. Dann haben wir aber echt einen guten Haul. Und da Klammer. Dann haben wir mal echt nett abgesahnt. Ja gut, Pro-Job. Die ist nicht richtig drin. Ich hasse es, wenn die nicht richtig reinfliegen. Einer jetzt. Nochmal. Jetzt. Ja, ist schon. Ah, scheiße. Also, die fallen zu schnell wieder runter. Warte. Egal, dann rüberspringen und aufschnappen. Das letzte hier, ne? Ja. Bis auf die, die er jetzt hier hingeschmissen hat. Ja. Let's go, let's go, people! Loot! Ich glaube nicht, waren das jetzt auch alle. Fat Loot! Von hinten. Ja, sollen sie. Das sind Minen im Weg. So, ein paar. Kannst du ein bisschen rumspielen gehen. An der Mine rumspielen. Eine gute Mine zum bösen Spiel machen. Genau. Schenkelklopfer. Jawohl, ja, am frühen Morgen. Wut. Reiner jetzt. So, Zwischenstats. Ich hab den höchsten Special Body Count. Das heißt, ich hab ihn erschossen. Oder der Pro-Rock ist gut im Schießen. Hm? Er trifft wenigstens. Ja. Bisschen weniges Pi. Wenn die Maske nicht mehr so warm werden würde auf dem Gesicht. So, da brauchen wir definitiv eher doch Trip Mines, stimmt ja, für die zwei Türen. Ja. FBI! Vor allem brauchen wir Medkit, ne? Ja, das ist schon ganz praktisch. Ja. Also ich habe das ungeskillte Medkit. Ja, ich habe auch nur ein ungeskilltes. Sehr praktisch wäre danach fast nochmal einen Framing Frame zu machen. Framing Frame? Oh. Naja, aber wir haben keinen Ghost. Oder ein Elephant. Also ich nehme jetzt ein Medkit mit. Okay, folks, going straight to the source. Inside that place is the info we need and way more law that we want to be close to. Find their server. Abbrechen. Aua, aua, laute Geräusche im TS. Ihr müsst die Raucher. Ich bin kein Raucher. Ihr müsst Lautstärken. Keine Ahnung, was tut ihr da? Oh, oh. Kellogg's essen. Was? Kellogg's essen. Ach, Kellogg's essen. Ihhh. Wer ist denn freiwillig Kellogg's? Ich. Außer man guckt Continuum, dann kann man Kellogg's. Nein, der war schlecht. Vor allem versteht dann jemand nur, der Continuum guckt. Sehe keine Wache und keine Kamera, was ist das denn? Das hatten wir schon mal und dann sind wir rein und dann hat uns trotzdem irgendwas gesehen. Komm, ich knacke schon mal die Tür hier. Ups. Wenn man das F auch loslässt immer, unglaublich. Das passiert immer mir. Offen. Da oben. Ich guck mal unten, ob er unten ist. Wobei, er doch war schon mal unten. Da ist eine Kamera. Gucken, wie lange wir sneaken können. Ah, da kommt eine Wache. Davon auch. Markiert. Er läuft aber vorbei. Cool, da kommt noch eine Wache. Ja, die kommen beide in die Richtung. Ah, ich sehe nichts, außer Ärsche. Ja, einer kommt jetzt an die Treppe. Der kommt runter, genau. Ja, da war vorbei. Cool. Den könnte ich eigentlich ausnocken. Wow, ah. Da ist noch die andere Wache.
Wollen wir einfach schießen jetzt hier? Dauert uns viel zu lang. So. Ja, dann geh hin, antworte dem Pager. Ach ja, richtig. Bin dran. Heiße Kamera. Mach mal die Kamera weg. Kamera jetzt. Ja, gut, das war's. Ich hab die Kamera doch ausgeschaltet, was soll der Kack? Keine Ahnung, vielleicht war's auch ich mit dem Antworten. Weil ich habe ja den Steam nicht geskillt. So, hier ist ein Ausgang. Such den Serverraum! Dabei, ich bin dabei. Dabei. Ich hab ihn. Komme. Hier dabei. Ja. Immer diese Affen, die so Theater machen hier. Affentheater. So, einmal. Mach oben. Ich hab kein C4 dabei. Mach Mitte, ich sag's trotzdem immer an. Ich kommuniziere zu viel. Oh, komm im Job. Und unten. Dann machen wir ja schon mal eine Sprengladung dran. Und hier eine Sprengladung dran. So, Bohrer, setzt schon super. Alles klärchen mit dem Bärchen. Das sind ja diese Panzer. Schon mal legen. Kannst gerne machen. Ja, aber hinter die Panzerscheiben. Genau. Jetzt, ah, Nase. Muss ich vielleicht kratzen hier. Aber wir haben ja logischerweise keine Geiseln. Ach, deswegen kommen auch die Assaults immer so schnell hier. Jetzt, das erklärt's auch. Also auch nachher nochmal in der Zwischenzeit dann wieder. Warum stehen wir eigentlich hier draußen? Ich bin doch bescheuert. Ich stelle mich bitte rein. Das Panzerglas war immer sehr sicher. Meine Treppe! Jawohl! Da kommen sie. Von hier kann man das Schild auf Schild abschießen. User disconnected from your channel. Nein, wir haben einen verloren. Also ihr könnt gerne draußen stehen, ich bleib hier drin. Ich guck mal den Bohrer nebenher an. Ich guck mal an, was dieser Provok da macht. Der Bohrer ist noch 168, 77, 76 so rum. 3 Minuten. Ach. Umrechnen. Wer macht sowas schon? Ich will auch Pops. Smoke. Nee, ich geh wieder rein. Tschüss. Ist die ausgeschaltete? Nee. Ja, kommst du raus, können sie Minen sehen. Weißt du eigentlich, wo der Unterschied zwischen Tripmine und Sensormine ist? Hat Hagi mir mal erklärt, aber mir fällt nicht ein. Tripmine explodiert und ist danach weg und eine Sensormine. Ach, Alarm. Löst einen Alarm aus und klingelt dann wahrscheinlich mehrfach. Okay. Das ist quasi, aber dass ich keine mehr von hinten anschleichen kann. Bringt eigentlich recht wenig, finde ich. Psycho Sieg, dicker Arsch ist im Weg. So kann ich doch nicht snipern. Unglaublich. Nee, passt schon. Wenn ihr einer snipert, bin ich das. Deine Mama snipert. Wenn sie aufs Klo geht. Nee, ich glaub nicht. Hallo. Bist du dran? Das heißt, oder wer dran. Okay. Und er kommt rein? Na, wo kommt er? Na, wo sind sie denn? Auch sau dämlich, dass wir einen Gitter aufbohren müssen. Das bringt doch eigentlich überhaupt nichts. Ich würde es auch sprengen eigentlich, aber... Ich würde es auch schneiden mit der Säge. Ja, ich weiß, dass wir keine dabei haben. Ja gut. Nein, ich wollte doch ein bisschen Munition. Nein, meine Munition! Ins Gesicht geschossen. In your face. Yep. Melting faces since 1976. Was haben wir hier Schönes? Immer noch nicht. Hey, hey, hey. Haben wir eigentlich noch so einen extra Raum gefunden? Nee, ne? Nicht, dass wir irgendwas bringen würden. Ich hab ehrlich gesagt gar nicht danach gesucht.
Ich mach schon. Da liegen nur Arschloch. Unten ist sauber. Okay, 25 Sekunden noch. Ja, und in 30 Sekunden haben wir den neuesten ersten Out wahrscheinlich. Dementsprechend ist die Sand wieder neu. Ist ganz frisch. Ist auch ganz komisch, dass man über diese Shotgun so schlecht zielen kann. Wer nimmt den Server? Wer kann damit laufen? Ja, rennen kann ich damit nicht, aber laufen kann ich. Also gehen. Ja, vielleicht hat's ja einer gekillt. Ja, ich nehm's einfach mit. So, let's go, let's go! Ich hab noch Munition dafür? Oh, nicht wirklich. Ja, doch, ein bisschen. Geh mal schön außen rum, würde ich sagen, ne? Ja, ich glaub, wir machen. Das sind Laser. Den Frontalsturm. Komm, chill. Kann ich mal stehen bleiben, überreden? Was? Das Schild. Da, ja, Sniper. Hat der Pro-Cock denn? Nee, hat er nicht. Boah, alles müssen wir selber machen da oben. Kommt ihr, Jungs? Ja, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ja, das ist eine Sentry vorne aufgestellt, der Pro-Cock, was super ist. Lass noch ein bisschen hier. Okay, ich laufe. Ich würde sagen, schmeiß rüber, aber ich glaub, ja. Nicht so viel. Der arme Server, oh mein Gott! Scheiß auf den Server, Hauptsache wir kommen hier raus. Mann, da ist ein hochgezüchteter i7 drin. Mindestens einer. So, ist drin. Och, kommen Sie ran, kommen Sie näher. Tschüss, Size, tschüss. Tschüss, wir fahren schon mal. Ich gebe euch hier Feuerschutz und dann sowas. Du opferst dich für die gute Sache. Moment. Gute Sache. Ja, diesmal hast du gewonnen mit der Accuracy. Echt? Mhm. Und das mit der Shotgun. Heißt Special Body Count Zeiss. Hat er wahrscheinlich Schild oder so erledigt. Erledigt. Ah, hinter mir kommt schon die Polizei, ich hab's gerade gehört. Hintergrund kommt Polizei? Naja, ich hab gerade hinter mir Polizei vorbeigefahren hören. Könnte auch ein Krankenwagen gewesen sein, aber Hauptsache es ist irgendwas vorbeigefahren mit Sirene. Moment, das war Verbrennen, da braucht man glaube ich kein C4. Nope. Da waren aber die Ammo Bags ganz wichtig. Yep. Das ist okay, das ist auch okay. Ready or not, here we come. Ein bisschen zündeln. Ich war's nicht. Ach ja, richtig. Na? Achtet ihr drauf, dass auf der Straße keiner steht? Ich guck mal gerade, rechts ist keine. Links, links, rechts ist keine. Ich guck mal nach Brettern. Hier sind welche. Du hast schon welche, sehr schön. Ist es mehrere oder ist es nur eine? Komm mal gucken. Ist einer, okay. Schauen wir mal kurz. Dann ist alles okay. Ist auch okay. Leider Gottes immer noch keine Bretter irgendwo. Wahrscheinlich sind oben oder wieder um die Ecke welche. Die Tür ist offen. Es sind aber auch immer nur zwei. Keine Kamera. Nee, es gibt auch drei. Ah, hier liegen welche. Ja, ich sehe es. Nehmt ihr die mal mit. Ich gehe mal kurz oben gucken. Da liegen keine. Irgendjemand wird gespottet. Oh, der rennt da voll in die Kamera. Okay, ich muss also, Maske aufsetzen. Unten am Müllcontainer liegen noch welche. Jetzt nicht mehr. Eine Kamera. Vorsicht, ne? Kaputt schlagen, falls. Ich guck noch nach Brettern in der Ecke. Da sehen wir im ersten Moment auch keine. Wir müssen eh da durch. Oh, oh, oh. Was? Naja, dieser Provok rennt da unten rein. Aber er reagiert zumindest relativ schnell. Das ist ganz gut. So, hier müssen wir eh durch. Ja, jetzt haben sie ihn entdeckt. Dann spreng ich immer auf. Aha, ich habe kein C4 dabei. Ich hätte doch C4 mitnehmen können. Ich setze einen Drill erstmal und ihr guckt nach der Karte. Kommen wir runter für Geiseln.
Okay. Ich finde die Keycard nicht. Weder der Bankmanager noch sein Büro. Die kann man nicht festbinden, so ein Scheiß. Der ist ja auch tot. Achso. Nein, nicht wegrennen. Boah, er schießt gerade voll daneben. Ich hab vergessen, ihm Ammo back zu kaufen. Was ist denn das für eine verfickte, blöde... Nein, den wollte ich binden. Sind da welche drin? Das ja, Türchen ein bisschen auch. Bargeld, aber keine Karte. Ach, hinten ist offen. Das ist eine verfickte Keycard. Echt schon? Oh, scheiße. Ist tot, okay. Wo soll ich das Holz hin tun? Vorne ist schon zu, okay. Ansonsten. Dann mach das zweite Fenster von links zu. Keine Karten. Nirgendwo. Ich glaube, wir finden. Die ist weggerannt, kann das sein? Da kommen Bullen rein. Genau deswegen. Ja, das Fenster ist aber schon. Achso, was. Und dann weg vom Fenster, damit es nicht wieder versehentlich einrennen, hust, hust. Ich finde die Karte auch nicht. Ist egal. Dann gehe ich hoch. Ist eh schon abgestellt. Dann gehe ich hoch. Nein, der Provoke ist schon auf dem Dach. Was, ist er schon offen? Ja, ja, sonst könntest du doch gar nicht bohren. Ach, bla. Ich krieg nur die Hälfte mit, sehe ich gerade. Dann hatten wir die Karte also gefunden im Prinzip. Weil jetzt sonst würde er ja auch noch bohren. 266. Ich lege ein Ammo-Bag hier auf den rechten, auf den Printer. Das brauchen wir ja gleich. Bei 4 Geiseln wird es nicht lange dauern. Ah ja. Get down on your face! Verteidige hier vorne die drei Fenster, damit sie da nicht durchkommen. Mach das. Klar, ich kann nicht durchschießen, aber ihr blöden Bullen. Unglaublich. Stay. Brauche ich mal ein neues Scope. Für die nächsten Waffen zumindest, die ich mal ein bisschen ausprobieren möchte. Komm Richtung Haupteingang. Mhm. Ich ziel auf den Haupteingang momentan. Lass die gar nicht so weit kommen. Ne, ja, ist doch gut so. Ich mach dann quasi nur sauber, falls was durchkommt, was irgendwann passieren wird. Wenigstens beim Assault. So geil, ey. Man kann nicht durch die Fenster schießen vom Auto. Nee. Aber er auch nicht. Er guckt mich einfach nur an. Hallo. Hallo, Cop. Na du, Schnüppelchen? Oh. Schild. Von vorne. Zwei Schilde. Erstes ist angekratzt. Ach, Kacke. Hast du beide? Ja. Alles gut. Noch ist alles gut. Die dämlichen Bücher hier sind im Weg. Ist eigentlich alles im Weg. Da steht noch einer. So. Da steht immer noch. Hört auf, euch wegzurollen, ey. Ja, ich stell dir den Sentry-Gun hier drin auf. Ist der eben nicht? So, dann mal Shotgun. Ich ballert uns doch die ganzen Dinger kaputt hier, die ganzen Flanken. Ja, das stimmt. Das ist nämlich. Vordereingang ganz viel. Nachladen. Los. Dankeschön. Ah, der nächste. I can't see shit. Ich sag doch, die Dinger ballern uns das ganze Ding kaputt. Noch hält die Planke.
in der Deckung. Eine Minute. Sehr gut. Ich probier das hier noch ein bisschen die Vordertür. Oh, ich muss nach, ein bisschen die Munition rauben. Ein paar Stacks. Gotcha. Ups, chatten wollte ich nicht. Jammed, bist du dran? Ja, das da, sehe ich. Schon dran. More Cops. Alles gut, alles gut. Bleib liegen, du. Ja. Guck mal, was ist noch ein Sniper? Da ist keiner. Ah, da hinten in der Ecke ist einer. Na gut, die holen wir uns vom Dach nachher. Wir haben noch alle vier Geiseln, die wir am Anfang hatten. Das war überraschend. Ja, die kommen ja auch nicht hier rein. We are tight as an asshole of a virgin. Der Bohrer ist durch, ja? Jo. Ich bin auf dem Dach, hier kommt ein Heli. Scheiße, doppelte Tür diesmal. Haben wir kein PC dabei? Nee. Nein, ich habe ja keins mitgenommen. Ich dachte, ich brauche keins. Ja, scheiße. Egal. Scheiße, die sind drin. Ja. Hier auf den Haupteingang aus, ja, ne? Ich wollte eigentlich durch die Tür, aber keiner hat Bescheid gesagt, dass da noch eine Doppeltür ist. Warum krieg... Ah, scheiße, Gas. Ich denke gerade, warum krieg ich denn hier so extremen Schaden? Siehst nicht mehr so gesund aus, das ist richtig. Kacke. Du entkommst mir nicht, du Saubär. Ist hier schon ein bisschen Munition? Ach, hier drin sind sie auch. Von wegen nur vorne aufpassen, von der Seite sind sie auch alle rein. So. Ach, das ist Gas, okay. Oder auch ja, okay. Ausrechnet da, wo ich so richtig schön die Position hatte, sind sie alle draußen zu halten. Die Geisel liegt da voll im Gas, ey. Naja gut, da bleibt's dann erstmal auch liegen, denke ich mal. Hustend und schniefend und überhaupt. Schade, dass man das Gas nicht wieder abschalten kann. Ja. Hol einen Staubsauger. Ah. Steht ja keine Munition mehr, ich war erst nicht eingesammelt. Ich krieg's ja nur so ein bisschen. Naja, es ist nervig. Ich dachte, man kriegt ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Da kommt man da rein. Ah, jetzt tut er sich auch noch. Ja, und der ist weg. Ach, ich bin fast auf dich noch geschossen. Nein, bin leer. Muss es nachfüllen. Give me ammo. Lots and lots of ammunition. Shield. Vorne markiert jetzt. Hast du, der Typ zündet wahrscheinlich direkt das Geld an. Also Taser von irgendwo? Nicht wundern. Ist schon offen? Nee, noch, nee, noch nicht, aber 20 Sekunden. Möchte ich mit dem Schild spielen kommen? Kann mein Bohrer nicht neu starten, was ist denn das für ein Dreck? Da ist ein Shield! Ein Shield! Oh, aber oh, das schießt auf mich. Jetzt ist es offen. Dankeschön! Okay. Vorsicht, ich zünde an. Taser kommen. Taser eliminated! Der zweite ist auch noch da. Ich leg gleich mal das Mädchen nach dem Schießfach. Tschüss, Taser. Risiko, weil ich brauche Munition. Kann es sein, dass die an der Seite ein paar sind? Nee. Der Bohrer müsste aber langsam durch sein, ne? Komm, wo nimmst du das? Welcher Bohrer?
Oh. Oh, Seitengang. Also hinterer Seitengang. Kann man ein bisschen säubern. Haben wir keine Säge dabei? Ach ja, da war ja was. Nein, wir haben keine Säge. Ja, ja, hör auf zu meckern, fang an zu knacken. Wir haben keine Säge. Warum habe ich auch noch keine Säge? Weil du C4 hast. Ja, damit kann ich auch keine Fächer aufmachen. Guten Morgen. Jetzt kommt der Mann mit... Moin. Hagi, hast du eine Säge? Ich hab kein Wort verstanden. Hast du eine Säge? Nee, Säge nennt nur C4. Ah, immer gesagt. Umleger wie wir. Goldbarren. Sauber. Super damit. Achso, ist gerade schon... rennen wir schon wieder? Oh, jetzt steht der Typ mir voll im Weg, ey. Boah. Gehen wir? Nein. Warum gehen wir nicht? Machen wir noch einen Assault. Und ich dachte, eine Säge, stimmt ja, wir haben ja gar keine Säge dabei. Da ist Huggies Schuld. Sowieso. Der Typ haut gerade ab. Das ist okay. Ich will eigentlich auch raus hier, das ist ein Pro-Job. Nichts, das Ding ist leer. Ich knack noch einfach und dann sind wir weg hier. Okay, dann geh ich mal vor. Nehmen wir mal Munition mit. Wartet auf mich! Nein, auf Schlaubi-Schlumpf wird nie gewartet. Schnauze. Ja, oh, hier ist voll Full House hier draußen. Ich geh mal weiter. Lalalala. So, dann machen wir uns sauber. Krieg ich da nochmal. Hey, das war meiner. Oh, da kommen schon drei neue. Vier neue. Fünf. Schild. Das wackelt vorbei. Komm, Mike. Bin doch schon da. Achso. Laufen die alle hinter mir vorbei. Ich krieg nichts davon mit. So, ja, schießt. Blöde Säue, ihr. So, jetzt gucken wir mal, was war ohne die. Ja, guck mal. Hier kommen wir normalerweise mit 15 Millionen raus, mindestens, wenn wir das ganze Overkill machen mit Bags. Aber ich will mich nicht beschweren, ein paar hunderttausend kommen trotzdem raus. Naja. Ich hab fast 9 Millionen auf dem Konto. Mir ist die Kohle eigentlich relativ wurscht. Ich bin nur die EP. Du spielst auch die ganze Zeit weiter. Unglaublich.